Yo Boys, ich bin gerade dabei, diese lächerliche Papiertod-Mission vom letzten Part noch einmal zu machen. Und Mario hat währenddessen Level 32 erreicht. Sehr schön. So, damit wäre es erledigt. Das Ganze habt ihr ja im Prinzip schon im letzten Part gesehen. Nur, dass wir da halt in allerletzter Sekunde epic gefailt haben, so wie es für mich typisch ist. Leider hat es dieser Quatsch beendet. Gott sei Dank. Und das alles wegen drei Papiertoads. Ja. Unfassbar. Und in der Tat werde ich speichern, denn das möchte ich nicht nochmal machen. Das war die schlechteste und nervigste Mission des gesamten Games. Ich meine, im Ernst, die meisten Spieler werden das wahrscheinlich nicht beim ersten Versuch schaffen. Und dann darfst du eine Mission, die 13 Minuten ungefähr dauert, oder ja gut, sagen wir halt 10 Minuten, nochmal machen? Das ist halt wirklich ein No-Go. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemandem da draußen Spaß macht. Ich hoffe, es wird besser. Eiskalt erwischte Papiertoads kommen nun nämlich. Die Papiertoads verstecken sich im Dorf und das bei den Temperaturen. Ja, suchen ist okay, das ist cool. Aber das von eben, boah, bitte nicht nochmal. Allgemein frage ich mich, was soll das denn jetzt eigentlich? Die spammen hier eine Mission nach der anderen, das ist so unnötig. Es wirkt irgendwie so, als will man das Spiel damit künstlich in die Länge ziehen. Das habe ich so geht nicht mehr. Zwar hatte ich das Gefühl schon die ganze Zeit bei all den Missionen, aber jetzt gegen Ende kommt ja wirklich nur noch sowas. Die hätten jetzt richtig aufdrehen können mit der Story. Aber, nö. Was ich auch bislang nicht verstanden habe, ist, warum sind wir eigentlich zum ersten Mal zum Spiegelbildberg gegangen? Das war doch auch im Prinzip nur dazu da, um das Spiel zu strecken, oder? Ich meine, wir sind da angekommen, ja, erstmal so die ganzen Zwielichtforst gegangen, dann sind wir da angekommen. Nur um festzustellen, dass da niemand ist. Und kaum sind wir bei der Festung oder bei der Villa oben angekommen, flüchten sie. Zurück in Bowsers Festung, wo sie vorhin schon waren. Nein, der Hut gefällt mir nicht. Ich nehme ihn trotzdem aber in Gewahrsam. Die Farbe gefällt mir nicht. Gib ihn her! Das Material. Ich fasse ihn an, ja. Gott sei Dank. Dann haben wir unseren ersten Papiertoad. Wir müssen hier halt die richtigen Antworten geben, sonst kriegen wir ihn nicht. Hier sind ziemlich viele normale Toads. Aber derart auffällig viele, dass da doch irgendwas dran sein muss, oder? Immerhin, es gibt diesmal kein Zeitlimit, ja, also es kann nichts passieren, selbst wenn wir jetzt ewig dafür brauchen sollten. Da habe ich was gesehen. Selbst wenn wir wirklich ewig dran sitzen, wir müssen es nicht nochmal machen. Das ist schön. Komm her. Die Nummer 2. Und 4 Missionen für diese Papiertoads ist halt auch echt übertrieben. Ich finde, man hätte es durchaus bei 2 belassen sollen. Immer. Zu jedem Zeitpunkt im Spiel. Das passt auch gar nicht zu einem RPG. Ich würde das in einem normalen Mario-Game ganz cool finden, aber doch nicht in Mario und Luigi oder Paper Mario. Das passt sowas von überhaupt nicht. So, wollt euch nicht beim Ballspielen stören, aber ihr müsst euch wohl oder übel einen anderen Ball beschaffen. Denn das ist mein Papiertoad. Und du auch. Ja, das ist das erste Mal, dass ich wirklich ein bisschen rage in dem Spiel. Aber das muss halt nun mal sein, ne? Wenn es wahr ist. Und so wie ich in den Kommentaren gelesen habe, unterschreiben diese Kritik viele. Ich habe eigentlich schon relativ früh sehr viel Kritik zum Spiel gelesen, aber ich dachte halt selbst so, ja, okay, die fangen vielleicht ein bisschen lame an, aber es wird sich schon steigern. Aber letztendlich werden wir feststellen, das Spiel ist okay, aber man hat eine Menge Potenzial ungenutzt gelassen.
und stattdessen versucht, alles billig zu strecken. Joa. Wo ist der Rest? Kann ich da durch das Lakito-Infozentrum durch? Hier hinten hin, geht das? Nein. Hä? Wir haben die Toads, die, oder was? Hey Mario, diese Toads sagen, dass sie eine Gruppe von Papiertoads gesehen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen gesehen habe, der auf den Ausrüstungsladen zugelaufen ist. Beim Lakito-Infozentrum habe ich keine gesehen. Da war einer, der hat den Ausrüstungsladen verlassen und ist zum Kartenladen gelaufen. Ich glaube, dass ich einen gesehen habe, der aus dem Kartenladen zum Itemladen gelaufen ist. Ich glaube, dass ich einen hinter einem Laden gesehen habe. Was zur Hölle? Also im Prinzip überall, oder was? Danke für eure Tipps, aber im Prinzip hilft mir das nicht weiter. Und hier hinter den Laden kommt man noch nicht mal hin. Ich würde vorschlagen, wir sprechen mit allen Anwesenden. Sie können sich zu allen möglichen Formen falten. Ja, das ist schön. Aber ich sehe keinen. Ja gut, das war der mit dem Hut, ne? Gut. Den im Kartenladen haben wir. Das können wir abhaken. Da ist, denke ich, keiner mehr. Aber hier. Da könnte sich etwas verstecken. Was? Ein Fuzzy? Okay. Das ist sehr überraschend. Zum einen, weil wir noch nie einen Fuzzy in diesem Spiel gesehen haben. Und zum anderen, weil das jetzt ein bisschen random erscheint. Er teilt sich. Aber das bedeutet vermutlich auch, dass er schwächer geworden ist. Oder? So rein auf den ersten Blick? Habe ich schon den Eindruck. Seltsam, dass der nur auf Level 18 ist. Hätte man vielleicht doch irgendwo Fuzzys treffen können? Ich meine, die geben auch nur 50 EP. Was? Mario, ein paar Tipps gefällig? Hört ihr mal an, was diese Toads hier zu sagen haben. Hab ich doch schon gehört. Hinter einem Laden. Vom Ausrüstungsladen zum Kartenladen. Oh Gott. Muss ich den etwa nachverfolgen oder was? Jeden einzelnen Schritt? Bitte nicht. Das kann nicht euer Ernst sein. Habt ihr auch Tipps? Nö. Ja, ich merk's. Habt ihr denn nicht irgendwelche Tipps? Oh, bitte. Das kann doch nicht wahr sein. Da ist auch was versteckt. Ich schaue einfach überall. Aber auch dieses Mal ist es leider wieder ein Fuzzy. Schade. Dem hau ich aber nun ordentlich eine rein. Um ehrlich zu sein, sieht er aus wie ein Papier-Fuzzy. Das ist auch einer, ne? Ja, ja. Ich bin hinter dein Geheimnis gekommen, mein Lieber. Ich glaube, die wollen wirklich, dass ich das nachverfolge. Sprich, ich soll erst zum Ausrüstungsladen gehen. Ich notiere mir das mal eben, wenn es euch recht ist. Also Ausrüstung. Immerhin hätten wir jetzt die schlechteste Stelle im Spiel gefunden. Nämlich diese Papiertoad-Rettungen. Nach Bowsers Festung. Hinter einem Laden. Ja, und welchem? Ich habe jetzt schon hinter zwei geguckt und es waren immer nur Fuzzys. Den im Kartenladen haben wir. Und im Lakito-Infozentrum ist niemand, sagt er. Ich hoffe mal, man kann dem Typ glauben. So. Itemladen. Da muss einer drin sein. Obwohl ich da sogar als erstes nachgeguckt habe. Aber ich habe nicht mit allen gesprochen, ne? Hab keine gesehen. Und du? Auch nicht.
Alles klar. Dahinter kann man nicht gucken. Aber hier. Ach was. 4 auf einmal. Na gut, ich dachte schon, die wollen mich komplett verarschen jetzt. Kann doch nicht sein, dass ich so viele übersehen habe. Aber das erklärt einiges, wenn an einer Stelle mehrere sind. Na schön. Dann suchen wir mal die letzten 3. Wusste ich doch, dass er lügt. Da sind sehr wohl welche. Ja, und wie komme ich an den ran? Ich meine, der steckt in seinem Arsch. Was zur Hölle? Nehme ich mir halt erstmal den hier. Warte, ich baue mich unten drunter. Ne, geht natürlich. Geht nicht. Ich kann mich nicht unter drunter bohren. Ach so, ein zweites Mal ansprechen, dann akzeptiert er es. Okay. Trotzdem fehlt jetzt noch einer. Ja, Moment, vielleicht lässt mich der Typ ja jetzt da hinten durch. Nein. Alter Verwalter, nach weiteren 10 Minuten, in denen ich nichts gefunden habe, hatte ich einen Rage-Quit und habe im Internet nachgesehen. Nur um dort dann festzustellen, dass diese Mission hier sehr, sehr viele Spieler aufgeregt hat. Es ist wohl so, dass den meisten ein Toad gefehlt hat und sie halt ebenfalls am Ragen waren. Ja, und zusammen haben wir dann festgestellt, dass man diese Mission hier durchaus auch neu starten kann und dass dann die Papiertoads mitunter anders versteckt sind, zum Teil auch einfacher. Aber ich habe das nicht gemacht, denn ich habe weiter nachgeforscht und irgendwann bin ich dann mal hierauf gestoßen. Da ist er. Ich weiß, das wirkt jetzt total billig und einfach, aber ja, ich hoffe, ihr versteht das. Ich meine, ich habe das hier alles in einem etwas komischen Blickwinkel, möchte ich mal sagen. Dazu muss ich ja auch noch ständig reden und ja, hab's halt übersehen. Immerhin musste ich aber die Mission nicht neu starten, so wie viele andere. Dann wird die anscheinend etwas einfacher gemacht. Sieht so aus, als hätten die Entwickler hier bewusst etwas übertrieben und die Papiertoads asozial schwer versteckt. Ist zwar ein schönes Ratespiel, aber wie ich vorhin schon sagte, das hat irgendwie in einem RPG nichts verloren und ich bin froh, wenn wir das alles hier endlich überstanden haben. Eine neue Kampfkarte! Erhöht das Zeitlimit um 5 Minuten. Funktioniert natürlich nur bei Zeitlimit. Hä? Wann gibt es denn bitteschön in Kämpfen ein Zeitlimit? Außerhalb von Missionen. Oder sind damit die Kämpfe in den Missionen gemeint? Ich habe keine Ahnung. Die Papiertoads sind über den Berg verstreut und befinden sich in Gefahr. Schaffst du es, alle zu retten? Ich weiß es nicht. Ich kann es nur hoffen. Da die Missionen aber immer schlimmer werden, erwarte ich jetzt die größte Katastrophe, die ich mir in meinem schlimmsten Albtraum noch vorstellen kann. Aber vielleicht wird es ja doch ganz chillig. Mal sehen. Was mir direkt auffällt, ist, diese Schneemänner da sehen anders aus als die bisherigen. Und das wohl aus einem guten Grund. Ich nehme sie auseinander. Irgendwo steckt doch garantiert ein Papiertoad drinne. Vielleicht hier bei dem Dicken? Nein. Du? Da war sogar gar nichts drin. Bei den anderen haben wir zumindest etwas Geld gefunden. Aha. Vielen Dank für die Rettung. So, es sind also 14. Ja, ich hoffe inständig, dass das die letzten Papiertoad-Missionen sind, aber ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Es würde aber zumindest erklären, warum die so sauschwer sind. Wollten die Entwickler halt nochmal einen raushauen. So, und den Papiertoad habe ich jetzt tatsächlich bekommen, ohne zu kämpfen. Juhu! Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ja, muss ich ja. Denn ohne euch habe ich ein Problem. So ist das nun mal. Eine Hand wäscht die andere. Wenn Toadette sagt, nur mit Hilfe der Papiertoads kommen wir
zu Bowsers Festung, dann wird da was dran sein. Die Mission gefällt mir sogar. Also bislang ist sie echt gut. Wir haben immer einen Raum vor uns quasi und da müssen wir ein kleines Rätsel lösen. Das ist schön, das macht Spaß im Gegensatz zu dem anderen Scheiß. Aber mal abwarten. Du weißt ja nie, was jetzt kommt. Ja gut, aber ein paar Fails gehören auch dazu. Das hat mich zwar übelst gefrustet, aber es gehört dazu. Komm her. Komm. Was wäre schon ein Game, in dem alles glatt läuft, alles gut ist? Das wäre perfekt, ja, aber wäre das nicht auch etwas langweilig? Nein? Ja, okay, hast recht. Paper Mario, ich hätte mir schon gewünscht, dass du mitkommst. So, da das jetzt nicht funktioniert hat, würde ich sagen, werde ich einfach rüberfliegen. Hui. So, Hindernis übersprungen. Auch schön innovativ. So eine Kanone hatten wir bislang noch nicht. Was gibt's da? Ein Pfeil. Wieso habe ich das jetzt verkackt? Moment. Wie löse ich das aus? Mit Hilfe der Kanonenkugeln? Ja. Okay. So, und jetzt drüber rennen. Deswegen auch der Pfeil. Verstehe. Okay. Kann mich mal jemand helfen? Retten? Kann ich mal jemand helfen? Ist nämlich kein richtiger, korrekter Satz. Aber ich bin schon etwas geschädigt. Ich nehme diesen Part jetzt bestimmt schon eine Stunde lang auf. Oh mein Gott. Und ihr müsst bedenken, den vorherigen Part, wo es diesen Ultra Rage gab, den habe ich direkt vorher aufgenommen. Also ohne Pause. Ich konnte ja nicht ahnen, was mich erwarten würde. Oh, seht mal da. Drei weitere Papiertoads. Kommt zu Papi. Ich drück da jetzt mal nichts. Und das war eine gute Entscheidung. So, wir haben sie alle. Versteckt sich da noch einer? Nein? Okay. Hier auch nicht? Gut. Sehr gut. Ah, da haben wir welche. Sind das alle? Bitte, Spiel. Sag ja. Ich habe jetzt gerade keine Zeit zu zählen. Aber ich glaube, es sind alle. Ja! Ja! Ich glaube es nicht. Eine Mission hat ohne Probleme funktioniert. Gerettete Toads 217. Eine komische Zahl. Eilige Lieferung, direkt aus dem Pilzpalast. Heute überbringe ich statt einer Lieferung eine Nachricht, und zwar von Toadette. Ich lese sie euch vor. Der Weg zu Bowsers neuer Festung führt über Papiertoads. Einen ganzen Stapel von Papiertoads, der bis zum Himmel reicht. Geht erstmal auf den Spiegelbildberg. Vergesst aber nicht, dabei viele Papiertoads zu retten. Wenn ihr genug von ihnen befreit, bauen wir euch eine neue Trio-Attacke. Das war's. Ich soll die Nachricht nochmal vorlesen? Nein. Ich bin ja nicht schwer von Begriff. Dann mache ich mich mal wieder auf den Weg. Und ich soll zur Höhle? Ich denke schon. Der Pfeil zeigt nämlich auch zur Höhle. Na schön. Ich hatte jetzt kurzzeitig Angst, dass es neue Missionen im Infozentrum gibt. Ich glaube, dann hätte ich mich in eine Psychiatrie einweisen lassen. Boah, bist du böse? Ja, ist er. Haben wir schon mal gegen normale Schallgeis gekämpft? Nein, oder? Nur Flygeis. Ich senke mal ihre Angriffskraft. Denke aber nicht, dass es notwendig ist. Oh, andererseits, die sind auf Level 30.
haben wohl doch was zu bieten. Na schön, dann gibt's eine Paarattacke. Die hoffentlich einen von euch in die Hölle befördert. Den anderen am besten gleich mit. Bam. War zwar sehr effektiv, aber hat nicht ganz gereicht. Paper Mario, gib ihm den Rest! Down! Tja, Leute, das war eine viel zu schlechte Vorstellung. Wenn ihr uns eure Moves zeigen wollt, dann müsst ihr schon mehr bieten. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Bohnen, Bohnen. Oh! Da rennt er in mich rein, wie ein Gestörter. Ja, komm, ich greife euch mal normal an. Ich will sehen, was ihr so drauf auf dem Kasten habt. Und überhaupt. Hammer! Hätte ich auch kopieren können. Aber egal. Einer von euch muss gehen. Der, der länger nicht geduscht hat. Er wirft Steine. Oh, und Pilze. Was zur Hölle? Wie viel denn noch? Und ich schaff's nicht einmal zu kontern. Idiot. Aber auf diese Weise haben wir jetzt wenigstens einen Papierschallgeier vor uns. Ui. Very interesting. Ich möchte aber echt kein Risiko eingehen beim guten Mario, deswegen kommt eine Paarattacke. Der Panzer mal wieder. Was? Oh Gott, ich habe ernsthaft diese Attacke verkackt? Jesus Christ, can't believe it. So, mal kopieren, Luigi. Du regelst das doch, richtig? Oh, stimmt, wir haben eine neue Paarattacke, aber die zeige ich euch das nächste Mal, weil ich habe keine Ahnung, wie sie funktioniert. Muss ich mir erstmal anschauen. Ich freue mich aber schon drauf, und ihr? Denn jetzt bekommen wir endlich wieder das, was in dieses Spiel gehört. Kämpfe! Mir fällt gerade auf, ich habe den falschen angegriffen, nicht Depp. Weil der wäre sowieso gestorben. Ich hätte den Papierscheiger killen sollen. Glücklicherweise greift er nicht Mario an. Ja klar! Wieso springt der? Das konnte ich ja nicht wissen. Mann! 69 Schaden. Man merkt, ich bin echt geschädigt durch diese ganzen Missionen. Level 32 für Luigi schaut folgendermaßen aus. Oh, das ist eine Enttäuschung. Was ist denn jetzt los, Luigi? Mach mich schlapp. Das ist ja peinlich. Nein! Zwei, drei Schritte möchte ich in dem Part schon noch vorwärts kommen, danke. Leider bringt ihr auch nicht so viele Erfahrungspunkte, wie ich mir erhofft habe. So, unten waren, glaube ich, Bohnen. Genau, die holen wir uns erstmal. Und an den Rest komme ich wohl nur heran, wenn ich den oberen Weg wähle. Alles klar. Dann tun wir das mal. So. Bam. Ich lasse nichts aus. Auch wenn es nur Geld ist. So, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ein Fehler und wir fallen aus der Wand raus. Das wäre doch nicht so toll. Bam. Bam. Und da hoch. Jetzt haben wir zumindest eine Abkürzung, ne? Ja. Wenn was schief geht, habe ich eine Abkürzung. Juhu. Ich kann auch einfach hinten an dem Block vorbei, aber das löst mein Problem nicht. Denn das ist ein Höhleneingang. Hm. Ausgang. Wie ich jetzt festgestellt habe. Ein Ausgang. Ah!
Okay. Interessant, ne? Ich finde das immer so lustig, wenn man Bonusaufgaben löst, von denen man eigentlich gar keine Ahnung hatte. Auch besonders interessant ist die Tatsache, dass ich hier bohren kann. In Videospielen geht eben alles. Nur die Parts sind nicht unendlich. Dieser endet hier. Vielen Dank fürs Zugucken, Mitleiden und. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.